endlich nicht mal diese alte Klappekiste. Stimmt. Ist der Träger schön. Das ist doch viel besser. Hörst du noch ein bisschen was weg? Fahr einfach alles bitte nochmal weg. Ich wollte jetzt eigentlich die ganze Zeit mit dem Trecker wild hin und her fahren, weil ich nichts tun darf. Überweis mir mal bitte alles dein Geld. Wo habe ich gerade Geld herbekommen? Internet? Nein, schick mir mal alles dein Geld bitte. Oder nee, ich kann ja auch einfach die Konten ausmachen, oder? Ja. Nur wie? So nicht? So, nicht? So, wenn du das angemacht hast. Gut. Hab ich auch noch dein Geld. Das hört sich so geil an. Ich hab dein Geld. Muhaha. Gib mir dein Geld. Oh, ich freue mich so, wenn der Monitor da ist. Welcher denn? Weil Leute, ich habe es wirklich getan. Ich habe mir einen dritten Monitor gekauft. Dam, dam, da! Und ich habe mit einem Typen geschrieben. Und man kann anscheinend. Kann man mittels kann Nvidia das machen, dass alle drei als ein großes Bild gewertet werden. Das hieße, ich kann das vielleicht schaffen, Fraps vorzugaukeln oder DXTory, dass es ein Monitor ist und kann dann alle drei Bildschirme aufnehmen. Wäre das episch? Fährst du gerade was weg? Ja. Was denn? Mais? Ja. Okay, gut. Ich warte gerade nämlich noch auf einem. Auf knapp 3. Wo bringt das am meisten? Güte. Oh nee. Oh nee. Ich brauche noch so knapp 40.000. Och nee. Doch, ich hab den Bührer nämlich schon verkauft. Hä? Ich hab den Bührer verkauft. Och nee. Weißt du, wo ich mit Köln am meisten muss? Warte. Nee. Güterbahnhof. Oh nee. Oh nee. Und nee. Der ist so weit weg und man kann kaum cheaten. Also, mit cheaten ist jetzt, Splinter ist gemeint, also Offroad fahren. Soll ich einen Profi-Hopper kaufen und Missionen machen? Och nee, da kommen die ganze Zeit die hässliche Meldung. Die siehst du doch gar nicht, die krieg ich nicht. Kauf dir lieber einen Mähwerk. Ist zu teuer. Was kostet das denn? Zu viel. Viel heißt zu viel. Viel heißt. Was kostet das High Five? 8.300? Was kostet die High Five Fund? Was? Die High Five Fund. Was soll die kosten? Kennst du die High Five Fund? Die gibt's hier bei Mehlwerke nicht. Was meinst du? Das komische Mähwerk, dass du, dass wenn es ausklappst und zu einer Seite geht. Oh. Und wenn das vorne dran war, sieht das voll aus wie nach High Five Fund. 8.300. Wie viel Geld haben wir? 91.000 und nur einen Traktor. Den noch kleinen roten. Den habe ich auch verkauft. Und die ganzen grünen? Was? Und die ganzen Grünen? Haben wir auch keinen mehr. Sag mal, was machst du denn hier? Weißt du? Und ich habe mich gerade auf mich irgendwie festgefahren. Hier sind immer große Steine. Ich kaufe jetzt einen Lindner Geotruck. Warte doch erstmal. Ich brauche verdammt nochmal Geld. Ja, nee, es ist gerade halt nicht ganz so einfach. Ich brauche noch 30.000, besser gesagt 31.000. Weißt du, wie viel Geld ich bekomme, wenn ich das jetzt hier wegbringe? Nichts. Doch. 15.000. Nein. 16. Nein. 17. Nein. 14. Nein. Weiß ich nicht. 17.013. Boah! Yeah! Kranker Scheiß, ey! Boah, und die Leute... Die 13, die machen's. Die Leute haben wahrscheinlich gerade so lange Weile, weil ich hier einfach mit... Ich verkaufe jetzt den Mähdrescher. Nee. Mähdrescher verkaufe ich nicht, Alter. Ich habe zu viel verkauft. Oder? Ah,
Hast du meiner Singleplay alle komischen Hufeisen gefunden? Nö. Doch. Nö, wegen so einer Map, die ich im Internet gefunden habe. Im Tablet. Hast du auch gesehen, was passiert ist danach? Na, wenn dann Regen kommt, kommt ein Regenbogen und am Ende vom Regenbogen ist so ein Topf mit Gold und der ist eine Million wert. Ende. Wieso? Hä? Nein. Nicht? Nein. Dann? Bei mir ist irgendwas komisches Grünes vom Himmel gefallen. Was denn? Keine Ahnung, so beschreibt dich grün. Was war das? Keine Ahnung, es war unbeschreiblich grün. Hast du geguckt, wo es herkam? Aus dem Himmel. Und wo ist es gelandet? Kann ich dir gleich zeigen. Und kann ich mal kurz auf Toilette gehen? Nein. Ich muss. Tja, das wird nicht rausgekattet. Ich cutte es nicht. Ich cutte nie. Alter, ich bin mir da viel zu... Alter, das wär vielleicht eine Minute weniger. Das können wir nicht machen. Ja, gib Gas. Okay, bis gleich. Ich mach jetzt Speedpissen. Okay. Jo, ich bin hier alleine. Der Flo ist scheiße. Wisst ihr ja alle. Keiner mag den. Schlimm. Immer diese ganz unprofessionellen Leute, die einfach so mitten in der Aufnahme abhauen. Einfach nicht hinkriegen, vorher auf Toilette zu gehen. Was ist so schwer daran? Vor allen Dingen, wir haben schon allein schon vorher 40 Minuten gewartet, weil Flo es nicht hinbekommen hat, das Titanium Add-on zu downloaden. Er hat das sogar gekauft, ne? Wollte es dann downloaden, aber es ging einfach nur nicht. Er konnte es nicht installieren. Hallo? Und da steht der Flo. Was ein Flo-Kopf. Da steht ein Flo. Er steht die ganze Zeit noch rum. Ein Flo. Er steht die ganze Zeit noch rum. Da steht. Da steht ein Flo herum. Ein Flo steht da herum. Ich sollte Sänger werden. Eindeutig. Nein. Doch. Okay. Hast du es gehört? Nee, ich hab nur noch am Ende dieses D-D-D-D-D-D gehört. Ich hab voll gut gesungen. Kannst dir hinterher angucken. Okay. Fährst du gerade was weg? Wie lange nehmen wir schon auf? Na, du Nudel. Du kannst es, glaube ich, gucken. Bei der Aufnahmekartoffel kannst du auch gucken. Ja, weil wir vorher schon Scheiße gebaut haben, sind wir erst bei einer Stunde. Aber mit Scheiße bauen. Und ohne? Keine Ahnung. Also ist die ganze Aufnahme läuft jetzt schon eine Stunde. Ja. Hast du, als wir Scheiße gebaut haben, auch schon aufgenommen? Ja, klar. War das, bevor ich schon meine Ansage gemacht habe? Ja. Lol. Das cut ich raus. Ach so, das kannst du aufs Outtakes irgendwie hinter die erste Folge, hinter die erste Folge schneiden. Mach ich. Okay. Also als Vortex. Dann erst kommt so eine Scheiße, dann kommt das Intro und dann geht's los. Und dann räusper ich mich. Ach. Ungefähr. Komm, ich brauch noch ein paar tausend. Die Zuschauer sehen nichts außer hier den Markt. Also hier kann man Geld abgeben. Hier kann man Fahrzeuge verkaufen. Hier kann man Fahrzeuge kaufen. Hier sind Pappaufsteller. Ich glaube, ungefähr so wird die erste Folge bei LS15 von mir aussehen. Hier sind Pappaufsteller, noch Pappaufsteller und noch Pappaufsteller. Hier sind Treppen, die. Hast du die Bilder gesehen von LS15? Ja. Die neuesten? Ja. Mit dem grünen Höhlimann, der da steht, mit dem Silagewagen dahinter? Ja. Sieht das geil aus? Ja. Hast du die Spuren auf dem Boden gesehen? Ja. Fandest du sie geil? Ja. Fandest du sie antörend? Ja. Hast du dort dir drauf eine runtergeholt? Vielleicht. Du musst ja sagen. Komm, wir wollen doch nicht lügen. Ja. Sehr gut. Ja. Hast du das gekauft? Wieso?
Schon weil es geleckt hat. Weil Kaufleck.